Hallo meine wundervollen Mäuse und ganz herzlich willkommen zurück oder eben neu auf meinem Kanal. Für diejenigen unter euch, die hier neu sind, hi, mein Name ist Katrin und ich knabbere sehr gerne. Und ich hatte euch ja angekündigt, ich versuch's mal ein bisschen zu sammeln und euch ein Was habe ich gefuttert Video zu machen. Und dementsprechend, Leute, ich sag's euch, es war gar nicht so einfach, da immer was abzugrasen, was ich so gefuttert habe und was nicht halt direkt in den Müll gewandert ist, weil natürlich die Sachen gammeln auch so ein bisschen vor sich hin, je nachdem. Ich habe versucht, so ein bisschen auszuspülen, wenn ich dran gedacht habe. Also natürlich habe ich nicht nur diese kleine Box geknabbert, sondern um einiges mehr. Ich habe hier einfach mal was reingeworfen und hoffe, ihr habt Lust an dem Video. Es ist so ein bisschen mit einem zwinkernden Auge natürlich zu sehen. Aber wir schauen jetzt einfach mal, was ich geknabbert habe. Vielleicht kennt ihr das ein oder andere auch. Dann schreibt mir das gerne. Schreibt mir gerne, was euer Lieblingsessen ist oder was so Produkte sind, die bei euch immer weggehen. Natürlich Milch, Sahne, solche Sachen sind bei mir natürlich auch immer am Start. Aber ich habe euch jetzt hier, ich glaube, ich will nichts sagen, keine Wurstpäckchen oder so reingeschmissen. Ich starte mal mit einem Produkt. Das Ganze ist nämlich so ein bisschen entstanden, auch durch die You Try Me Box, die ich mir ja auch hier und da mal bestelle. Und da habe ich euch angekündigt, ich gebe euch mal ein bisschen Feedback zu ein paar Produkten. Hier habe ich von Vöslauer das Zitronenwässerchen, was ich mir mal mitbestellt hatte, auch aus einer You Try Me Box. Leute, ich fand das gut. Es war halt wenig. 0,2 Liter, die hat man schnell mal reingekippt, um das so zu sagen, ne? Aber ich mag eh Wasser unheimlich gerne. Ich trinke bei uns zum Beispiel, wir können auch coolerweise unser Wasser aus dem Hahn trinken. Also das ist Trinkwasser, was bei uns aus dem Wasserhahn kommt. Und ich bin echt so ein kleiner Wassertrinker, muss ich echt gestehen. Aber ich mag es auch, wenn es hin und wieder so ein bisschen Geschmack hat, wie zum Beispiel hier in dem Falle mit dem Zitrone. Es gibt auch wirklich zum Beispiel von Volvic. Das kann ich nicht trinken, weil das mir immer den Mund so trocken macht. Schreibt mir gerne, wer das auch hat. Hier hatte ich das nicht. Das mochte ich echt gerne leiden. Dann habe ich hier einmal, und das habe ich euch auch bei der You Try Me Box schon gesagt, ich mochte das so gerne leiden. Das ist so ein tolles Getränk von Blend Magic und Co. Hafermixdrink, Golden Oat, Kurkuma und Ingwer. Oh mein Gott, ich mag Ingwer eh gerne. Und das war so lecker. Ich mochte das super, super gerne leiden. Das war so ein bisschen, ja, man hat so leichte Haferflocken, aber so ganz, ganz fein da drin, war gleichzeitig auch so ein bisschen sättigend und war echt sowas, wo ich gerne morgens so ein bisschen von getrunken habe. Also ich hatte das nicht auf einen Schlag getrunken, dann wäre es mir auch zu viel gewesen, aber habe so 2, 3 Morgende waren es, glaube ich, wo ich das hier gesüffelt habe und fand das echt lecker. Ist natürlich auch fürs Immunsystem, natürlich antioxidativ, mit Kurkuma und Ingwer drin. Vorher auf jeden Fall gut schütteln und fand ich mega lecker. Was ich auch lecker fand, aber nicht so lecker wie das, war einmal davon das Matcha Oat Moringa Ingwer Getränk. Auch super lecker. Ich mag ja Matcha auch sehr, sehr gerne. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich nochmal zu dem greifen und das hier aber auch. Also ich möchte das jetzt hier nicht. Das hört sich immer an, ne? Wie als wäre das kompletter Schrott und das andere voll toll. Nein, beide toll, aber das hat mir halt ein bisschen besser geschmeckt, ne? Ich esse ja auch so eigentlich ganz viel und mag halt alles, nur manches mag ich halt so ein bisschen mehr. So, was ich auch super, super, oh mein Gott, da war ich auch so begeistert davon, was ich mega lecker fand, waren diese Getränke hier von Hakuma.com. Da könnt ihr auch mal auf der Seite schauen, wenn ihr da auch Interesse dran habt. Hatte ich auch aus der You Try Me Box, ist ein Mango Latte Oat Drink. Leute, mega lecker. Ist vegan übrigens auch und hat ein Koffeinlevel von 1. 235 Milliliter. Vorher einmal gut durchschütteln. Ich fand das super lecker. Also auch mit dieser Milch und diesem ganz leichten Hauch Mango-Geschmack. Es war einfach
super lecker, habe ich gefeiert. Übrigens hier, ne, damit nichts schimmelt, ist hier einmal ausgespült. Auch bei dem Kokoslatte, nämlich mit einem Koffein-Level 2. Der war auch super lecker, wirklich. Die waren alle. Oh mein Gott, ich habe mich ein bisschen geärgert, dass ich bei der You Try Me Box da nicht alle einmal mitbestellt habe, weil ich den auch unheimlich lecker fand. Einmal mit Kokosnuss, ne? Ich mag ja Kokosnuss eh sehr gerne. Und Leckerchen. Dann ist einmal hier Melting Snowman. Oh mein Gott, der arme Schneemann, bis der geschmolzen ist. Es war, ja, habe ich mal als Geschenk bekommen gehabt. Und der ist jetzt tatsächlich dann auch einmal geschmolzen worden. Und da waren so kleine Mini-Marshmallows drin, Leute. So putzig. Und wie er dann so untergegangen ist in der heißen Milch. Also für Leute, die selbst mit Schoko... Nikoläusen, wie mir zum Beispiel, Mitleid haben, ist das nichts. Ne? Man hat so ein bisschen, man freut sich auf das leckere Kakaogetränk mit seinen Marshmallows, aber gleichzeitig leidet man ein wenig mit dem Schneemann mit. War lecker. Hat ein bisschen gedauert, bis er dann weg war. Das war echt so ein bisschen auch Quälerei für mich, sage ich euch. So bekloppt, ich weiß. Dann hier ist auch von Völslauer Pfirsich Lime Plus leer geworden. Oh, das war auch gut. Das fand ich sogar besser wie das Zitrone mit diesem Pfirsich und kleinen Limetten-Spritzerchen da drin. Super lecker. Ich muss hier mal aussortieren. Da kommt natürlich noch Pfand einmal, wo weggebracht werden muss. Ich schiebe das alles so ein bisschen hinter mich, Leute. Ihr müsstet das manchmal sehen. Dann leer geworden, noch eine kleine Pfandflasche. Oh, das war auch gut. Auch aus You Try Me, ne? Sind so ein paar ausgefallenere Sachen, habe ich versucht, euch hier reinzupacken. Auf jeden Fall Blaubeere und Zitrone von Probst. Leute, lecker. Lecker, das ist so eine leckere Limonade. Also die fand ich auch frisch aus dem Kühlschrank. Ein bitzelnder, leckerer Blaubeer-Zitronentraum. Übrigens auch vegan. Einmal hier. Dann, die liebe ich. Ich liebe diese. Ne? Eine Packung wieder weggeschrote von Waterdrops. Trink hot. Und das schmeckt auch wirklich nur, wenn es heiß ist, Leute. Das sage ich euch. Also das mag ich tatsächlich nicht als Kaltgetränk. Ne? Ich bin ja so auch, dass ich Tee mache und den dann auch später trinke. Ne? Aber der schmeckt mir nur heiß. Aber wenn er heiß ist, schmeckt er mega gut. Mellow Mint, diese Micro-Tee-Sorten, das sind ja diese kleinen, wo man sich dann einfach ins Wasser macht und sein Portionchen Tee hat, rucki-zucki, ohne warten zu müssen. Und auf jeden Fall, den mag ich super gerne. Einmal hier, dann, oh mein Gott, wurde Fitness betrieben. Nein, wurde nicht. Einmal hier von Just Spices. Das ist super lecker, Leute. Da sind so viele Kräuter mit drin. Also ganz fantastisch. Wenn man so manches anderes Dressing, Salatdressing hat. Also die mega gut. Viele Kräuter, einen richtig tollen Geschmack dazu. Einmal hier das Fitnessdressing wurde einmal aufgebraucht. Und auch 7 Kräuterdressing, genau das gleiche wie bei dem. Super lecker, schöne Kräuter, eine tolle... Wirklich für Salat zu machen auf die Schnelle. Tolle Kräutermischungen hier einmal. Beide fantastisch. Dann wurde hier einmal Watermelon. Leute, das Zeug ist echt super. Ich liebe diese Durstlöscher und gerade Wassermelonengeschmack mag ich gerne leiden. Mein Schatzi aber auch. Und ich habe ja noch so ein bisschen Action-Kaufverbot, ne? Weil ich da immer, wenn, dann gehe ich mit Schatzi, weil dann gehen wir nur durch andere Abteilungen und er zieht mich immer durch die Beauty-Abteilung so ein bisschen durch. Was aber mitkommt, sind leckere Getränke oder leckeres Essen. In dem Falle dann einmal Wassermelonengeschmack von Durstlöcher. Super. Ich liebe die einfach. Schreibt mir gerne, wer das auch tut. Ich glaube, das ist so ein kleiner Suchtfaktor. Muss ich immer noch mal so ein bisschen weiterschieben, damit hier das nächste Teilchen einmal Platz hat. Und zwar, ja, wir sind Kaffeetrinker, also beide, auch Schatzi. Und wir trinken aber ungern Milch. Ich meine, so im Müsli oder für Kartoffelpüree, klar, braucht man Milch. Aber im Kaffee trinken wir tatsächlich nicht gerne richtige Milch. Beziehungsweise, ich meine, so ein Latte Macchiato, Cappuccino, alles genehm. Ne? Aber nur so
nicht so gerne. Und wir sind halt einfach Kaffeeweißer Trinker. Ne? Also wer das kennt, das ist einfach so ein ja, Milchpulver, was ihr euch in den Kaffee reingebt. Das hat bestimmt jede Menge Zucker. Ne? Also wir trinken unseren Kaffee eh damit Zucker. Deswegen, das macht das Ganze ein bisschen süßer. Und ich mag das unheimlich gern, wie gesagt, Schatzi auch. Und ne, einmal hier, wer das mal austesten möchte, schmeckt so ein bisschen. Kennt ihr noch von früher diese Kaffeeautomaten, beziehungsweise gibt es ja immer noch, ne? Aber zu meiner Schulzeit waren die das Go-To, dass man sich da so einen Kaffee gezogen hat und dann wirklich extra Zucker, extra Milch, Kaffee mit Milch und Zucker und dann nur so ein kleines Portionchen aus den Kaffeeautomaten, ne, in seinem Becherchen hatte. Und da war auch immer dieses Zeug mit drin und seitdem ist halt hier so ein bisschen Leidenschaft zu Kaffeeweißer bei mir. Was habe ich denn da drin? Ah, noch ein, ich glaube, da sind mehrere drin. Von Waterdrop. Drink Hot Shiro. Liebe Grüße an meine süße Jen, die mir so ein kleines Futterpaketchen gemacht hat. Da waren die drin, den fand ich auch super lecker. Also den mochte ich auch leiden. Ich mag den Mellow Mint um einiges lieber, aber. Aber der war auch mal cool zu trinken. Hier einmal Shiro am Start. Dann, oh, was habe ich hier noch? Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich suchte gerade immer noch. Es hat im Sommer angefangen, Leute. Der Sommer ist vorbei. Aber ich suchte es immer noch. Eis. Und zwar ein bestimmtes Eis. Da war die Speicherkarte wieder vollgequatscht. Auf jeden Fall. Wir waren beim Eis. Und zwar habe ich hier ein, ihr wisst das, ich liebe Erdnuss. Ich darf Erdnüsse eigentlich nur, ja, ich darf sie eigentlich nicht essen. Und wenn dann sehr, sehr gut kauen, weil ich schon mehrere Operationen tatsächlich hinter mir habe. Und das ist aber ein anderes Thema. Deswegen eigentlich darf ich keine Erdnüsse essen. Aber ich liebe Erdnüsse. Und das ist immer so ein Moment, wo ich denke, oh. Und da ist natürlich Erdnusseis auch super praktisch, ne? Weil das natürlich nicht so viele Nüsschen enthält, beziehungsweise die natürlich nur der Geschmack da drin ist. Und hier habe ich einen Erdnussbecher. Und was ich euch erzählen wollte, wir haben nämlich einen. Also es gibt mehrere Eisautomaten tatsächlich. Da geht ihr hin und sucht euch euer Eis aus, bezahlt mit EC-Karte einfach und euer Eis kommt unten raus und das könnt ihr mitnehmen und dann futtern. Zu jeder Zeit kommt ihr also an dieses Eis dran. Und ich suchte halt diesen kleinen Erdnussbecher unheimlich. Ist auch sehr cool gemacht, weil da so ein extra Löffel mit dabei ist und ne. Da gibt es ganz viele verschiedene Sorten. Die anderen sind meistens so in Pappbechern. Ne? Gibt auch veganes Eis und ich weiß gar nicht. Das habe ich euch, ah, schade, nicht aufgehoben. Denn das Coole ist, und das suchtet mein Hund nämlich, die haben Hundeeis. Und da kommt natürlich auch immer eins mit. Für meinen kleinen anderen Schatz, also für meinen Hund und mein Schatz kriegt natürlich auch ein Eis immer mitgenommen und für mich gibt es da meist so einen kleinen Erdnussbecher. Deswegen, ne? Schreibt mir mal gerne. Das ist halt bei uns im Kreis, ist das so eine Eisfabrik, die das herstellt. Vielleicht gibt es die Eisautomaten auch bei euch, weil das Eis ist eigentlich sehr bekannt und wie gesagt, kleiner Suchtfaktor hier einmal weggefuttert. Dann habe ich hier einmal aufgehoben. Wieder. Ne? Welchen kannst du nicht widerstehen? Einmal von Frio, kalt aufgießen, Limette, Minze. Ich liebe auch diese kalten Tees. Ne? Da sind wir wieder. Ich mag zum Beispiel Cola und sowas mag ich überhaupt nicht gerne trinken. Ich lasse mir noch so einen Eistee gefallen oder sowas. Ne? Oder mal so eine schöne Limonade, aber so Sprite, Cola, tralala, mag ich einfach nicht gerne trinken. Ich trinke lieber sowas. Limette, Minze war sehr lecker. Auch den konnte man dann auch in kalt trinken. Einmal diesen hier. Dann habe ich hier, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Katrin. Was ich auch super gerne mag, nämlich so Sommerlimos-Getränke. Die mag ich gerne. Blauer Minzgeschmack war das hier. Super lecker und die glitzern auch oft. Ne? Also es gibt ja auch diese Glitzerista und Tralala und die mag ich auch gerne trinken. Einmal auch leer. Dann
warum? Das ist wieder dieses Thema, ne? Was werfe ich, wann denke ich gerade dran, euch hier was reinzuwerfen? Leute, ich habe da nicht einen von gegessen. Nicht einen, ne? Wenn ich manchmal hier erzähle, und Schatzi kriegt nichts ab, das ist genauso umgekehrt. Also die habe ich gekauft gehabt, Biscotteria. Wo ist das? Lidl, glaube ich, oder? Oh, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich hier so Kränze gekauft zum Kaffeeklatsch, ne, mit so groben Zuckerstücken und Schokolade dran. Schatzi hat die so schnell verputzt, ne, dass ich keinen abbekommen habe. Ich kann es euch nicht sagen. Ich habe sie aber reingeworfen. Warum auch immer. Und dann sind wir bei dem Thema, und die habe ich alleine weggefuttert. Und da hat Schatzi dann Rache. 325 Gramm. Ich meine, das ist ja auch nicht. Sind wir ehrlich. Für Lachgummis Happys. Die mag ich nämlich unheimlich gerne. Die sind lecker. Die sind weich. Die schmecken gut. Und wenn man da einmal anfängt, ist das echt böse. Gerade wenn man dann noch auf der Couch liegt, einen Film guckt und zack, 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 sind die weg. Ich meine, die wären auch im Januar 2024 abgelaufen. So ein Running Gag bei uns im Haus, ne? Das muss weg, das musste ich essen, weil die wären ja bald abgelaufen, ne? Einmal die hier weggefuttert. Dann hatte ich doch, in welcher Box war das? Ferrybox, ne? Kann das sein? Ich weiß es nicht mehr. Oh mein Gott, der war lecker. Oder? Ich kann mich gerade nicht an erinnern. Hier von Rapunzel. Oh mein Gott, die können es einfach. Eine Fruchtschnitte, die so, so lecker war, dass mir jetzt der wirklich Sapper im Mund zusammenläuft, wenn ich nur daran denke. Das war so eine vegane Fruchtschnitte. Wir machen Bio aus Liebe. Liebes Rapunzel-Team, die Liebe habe ich geschmeckt. Die war super lecker. Dann habe ich hier, und da wieder liebe Grüße an die süße kleine Jen, hier noch ein bisschen mehr gefuttert. Und dann ist die kleine Mini-Futterkiste leer. Das hat sie mir zugeschickt gehabt. Knapper Nossi. Leute, kannte ich nicht. Oh, super lecker. Das ist wie so eine kleine Beefy in einem Tortilla eingewickelt. Kannte ich nicht. War mega lecker. Habe ich so gerne weggeknabbert. Und einmal hier die von 100% Fleisch aus Österreich. Ein Wrap, ne? Wird es hier leider in Deutschland nicht geben. Ich mache sie weg. Sie waren gar nicht so lecker, Leute. Jeder, der in Österreich jetzt zuschaut, kauft sie euch, die sind lecker. So, und dann wurde hier einmal, oh mein Gott, die waren so, ich weiß nicht, ich konnte irgendwie, es war so verwirrend für meinen Kopf, auch von der lieben Jen aus Österreich, mit österreichischen Kartoffeln von Kellys Chips, und zwar Spiegelei-Style. Leute, so eine komplette Verwirrung in meinem Mund. Ich sag's euch. Man hat da reingebissen und die haben echt nach Spiegelei geschmeckt. Das war so, so komisch, Chips zu essen. Also irgendwie wie Spiegelei mit so Kartoffeln. Ne? Es war gleich so ein Hauptgang irgendwie. Super lecker, aber ich, wie gesagt, es war nur so Verwirrung für meinen Kopf. Ich meine, davon gibt es viele Produkte, die einfach für meinen Kopf immer sehr verwirrend sind. Manche mag ich nicht. Die waren cool. Die waren einfach cool. Die haben richtig Spaß auch gemacht. Beim Knabbern auch die Happys haben Spaß gemacht. Und das ganze andere, was ich euch jetzt hier mal so ein bisschen aufgehoben habe. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Freude an dem Video. Wünsche euch jetzt von ganzem Herzen einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, Morgen oder Mittag. Und bin gespannt, was ihr vielleicht auch beim Videoschauen geknabbert habt. Schreibt mir auch das gerne mal. Ihr Lieben, macht's gut. Tschüssi.